Mein Kollege Rainer Haringer und ich haben uns die Redezeit in drei Teile geteilt. Zuerst komme ich und stelle kurz die Vorgeschichte der Schweizer Vollgeldinitiative dar. Wie kommen wir überhaupt dazu, in der Schweiz eine Vollgeldreform zu starten? Im zweiten Teil erläutert dann Reinhold Haringer einige Besonderheiten unseres Verfassungstexts. Und den dritten Teil können wir, wie angekündigt, dann für Fragenbeantwortung oder kurze Diskussion benutzen. Die Vorgeschichte besteht aus nunmehr 6 Jahren Aufklärungs-, Vernetzungs- und Medienarbeit. Die Schwierigkeit: Wie kann man ein für unsere Geldgesellschaft zentrales Problem, das aber systematisch ignoriert wird, öffentlich machen? Auch im jetzigen Zeitpunkt, also 6 Jahre später, kämpfen wir immer noch gegen das Verschweigen, Verdrehen, Verteidigen und Missverstehen eines Geldsystems, das uns zwingt, unsere sozialen und ökologischen Grundlagen zu zerstören. Begonnen hat das Schweizer Vollgeldvorhaben mit der Lektüre, wie könnte es anders sein, der Geldschöpfung in öffentlicher Hand von Joseph Huber und James Robertson. Anlässlich einer INWO-Vorstandsklausur im März 2009 konnte ich das Buch im kleinen Kreis vorstellen. INWO gibt es ja auch in Deutschland, die Initiative für eine natürliche Wirtschaftsordnung. Wir kamen zum Schluss: Die Schweiz sei eigentlich für eine Vollgeldreform geradezu prädestiniert, weil sie erstens noch eine eigene Währung hat, den Schweizer Franken, und zweitens die demokratischen Mittel, eine solche Reform per Volksabstimmung direkt in die Verfassung zu schreiben. Für eine sogenannte Volksinitiative braucht es einen ausformulierten Verfassungstext und 100.000 Unterschriften von Bürgerinnen, die innerhalb 18 Monaten zusammen sind. Natürlich war uns bewusst, dass die Schweiz neben diesen besonderen Eignungen einen überdimensionierten Finanzplatz unterhält, der eine Vollgeldreform mit allen Mitteln bekämpfen würde. Aber dass der Bund entgegen der Intention seiner Verfassung das Geldregal aus den Händen gegeben hat und sich den Banken ausgeliefert hat, dass die Banken willkürlich und praktisch unbegrenzt Geld aus dem Nichts produzieren können, das gar kein wirkliches Geld ist und trotzdem von jedermann getilgt und verzinst werden muss, und dass sie darüber hinaus mit ihrem selbstgeschöpften Geld ad libitum Vermögenswerte kaufen können, das alles musste eigentlich, wenn nicht ein Volksaufstand, so doch eine Volksbewegung hervorrufen. Davon war ich damals überzeugt. Seither bin ich mir da allerdings nicht mehr so sicher. Mitte September 2009 führten wir dann an der Musikschule in Bruck einen ersten Vollgeld-Workshop mit Josef Huber durch, dem sich in den folgenden Jahren noch weitere anschlossen. Nun galt es, zusätzlichen wissenschaftlichen Rückhalt in der Schweiz zu gewinnen, auf der Suche nach glaubwürdigen Nicht-Mainstream-Akademikern gelangten wir an Hans-Christoph Binswanger, den Gründer des Instituts für Wirtschaft und Ökologie an der Hochschule St. Gallen und Verfasser von Geld und Magie sowie die Wachstumsspirale, in denen die Geldschöpfung bzw. die monetäre Wachstumszwang beschrieben werden. 2 weitere Professoren waren bereit, als wissenschaftliche Berater mitzumachen: Peter Ulrich, der Begründer der integrativen Wirtschaftsethik, und Philipp Mastronardi, Staatsrechtler und langjähriger Sekretär GPK der Eidgenössischen Räte. GPK ist die Geschäftsprüfungskommission. Die 4 Fachleute, Huber, Binswanger, Mastronardi, Ulrich, referierten in der Folge sowohl an der ersten monetative Arbeitstagung Ende August 2010 in Baden
als auch an der ersten Hochschultagung am Ende Mai 2011 in Winterthur. Die Vorträge dieser Veranstaltung publizierten wir im Büchlein Die Vollgeldreform, das, wie ich gesehen habe, auch draußen aufliegt. Es erscheint bald in vierter, überarbeiteter Auflage. Es sollte eigentlich eine mediale Diskussion über die damals noch drei Varianten einer Reform anstoßen. Doch obwohl es guten Absatz fand, kam die erhoffte Diskussion nie wirklich auf. An der Winterthur-Tagung gründeten wir den Verein Monetäre Modernisierung, MOMO, den Trägerverein der geplanten Vollgeldinitiative. Der Name bezieht sich sowohl auf das Buch von Josef Huber als auch auf Michael Endes Kinderbuch, das ja nicht nur ein Kinderbuch, sondern ebenso ein ernsthaftes Erwachsenenbuch ist, denn es zeigt, dass das Geld, so wie es heute eingerichtet ist, unsere Lebenszeit auffrisst und unsere Zukunft zerstört. Wir besetzten den Vorstand des Vereins bewusst parteiübergreifend. Von links bis rechts sollten alle Parteien vertreten sein, denn eine Geldreform geht alle an, ob liberal oder national, ob grün oder sozial. Es handelt sich um ein ordnungspolitisches, nicht interessenpolitisches Projekt. Was für eine Gesellschaft wollen wir? Das ist die zugrunde liegende Frage. Und können wir Bürgerinnen diese Frage heute überhaupt noch ernsthaft stellen? Oder sind wir nicht schon längst rettungslos den anonymen Finanzmärkten ausgeliefert? Ohne Geldreform, davon bin ich überzeugt, wird eine bewusste, demokratische Gestaltung unserer Gesellschaft ein Ding der Unmöglichkeit bleiben. So sprachen wir bei den unterschiedlichen Parteien vor, bei großen NGOs, bei den Kirchen und auch bei der Nationalbank selber. Doch mit ganz wenigen Ausnahmen stießen wir auf Skepsis und Abwehr. Wir haben unsere eigenen Initiativen, hieß es etwa. Oder Geldpolitik gehört nicht zu unserem Kerngeschäft. Oder die NSB, Nationalbank, wir haben alles im Griff. Die höchst prekäre Lage unseres Finanzsystems und dessen bedrohliche Folgen scheint niemand wirklich wahrzunehmen und daher auch niemanden sonderlich zu beunruhigen. Wir konnten dann doch einige Nationalräte gewinnen, die insgesamt 4 Interpellationen zum gegenwärtigen Geldsystem an den Bundesrat richteten. Aber die Antworten zeigten, dass eine Kritik am System unerwünscht ist, und alles vermeintlicherweise rechtens, so wie es läuft. Als im August 2012 die Studie der beiden IWF-Ökonomen Benesch und Kumhoff, The Chicago Plan Revisited, publiziert wurde, kam endlich etwas Wind in die Medienlandschaft. Viele Zeitungen berichteten über das 100% Money und auch über das Vollgeldvorhaben, sowie den Verein MOMO in der Schweiz. Anfangs Februar 2013 brachte ECO, das Wirtschaftsmagazin des Schweizer Fernsehens, eine instruktive Sendung über das Vollgeld und im Januar 2014 eröffnete sogar die Neue Zürcher Zeitung eine vorwiegend skeptische Artikelserie zum Thema. Eine erste ausführliche Stellungnahme wurde im Mai dieses Jahres von der liberalen Denkfabrik Avenir Suisse unter dem Titel Leere Vollgeldhoffnungen veröffentlicht, welche zum Schluss kam, dass der bisherige Weg mit mehr Regulierung und höherem Eigenkapital vorzuziehen sei. Obwohl diese Stellungnahme auf vielen Missverständnissen und Angstmacherei beruht, hat es Avenir Suisse geschafft, die bürgerliche Meinungsführerschaft in Sachen Vollgeld zu übernehmen. Unsere ausführlichen Richtigstellungen haben wir zwar umgehend auf unserer Homepage publiziert, aber die Zeitungen zitieren seither das Avenir-Papier und nicht unsere Reaktion darauf. Mit Thomas Mayer, dem anderen Thomas Mayer,
vom Verein Mehr Demokratie, war inzwischen ein Mann zu uns gestoßen, der sich bereit erklärt hatte, die Kampagnenleitung für die Vollgeldinitiative zu übernehmen. Er verhalf uns zu einer neuen Website und organisierte am 22. Februar dieses Jahres eine Kampagnentagung in Zürich. Und unterdessen hat er auch ein Buch herausgebracht, als Kampagnenbuch gedacht, das auch draußen aufliegt. In der Folge meldeten sich 600 freiwillige Unterschriftensammler, die zusammen 80.000 Unterschriften zusammen versprachen. Warum sollten wir denn mit dem Start noch länger warten? Wir reichten also bei der Bundeskanzlei den Verfassungstext ein, an dem wir 2 Jahre lang gearbeitet hatten, und konnten am 3. Juni dieses Jahres mit der Unterschriftensammlung beginnen. Allerdings läuft sie nicht wie erwartet. Statt 600 sammeln bisher nur 150 Freiwillige und statt 10.000 Unterschriften pro Monat gehen bisher nur 5.000 ein. Wir müssen in den nächsten Wochen unbedingt den Turnaround schaffen, sonst bringen wir die nötigen 100.000 Unterschriften. Eigentlich braucht es 120.000, weil ungefähr ein Fünftel der Unterschriften jeweils ungültig sind. Bringen wir die nicht zusammen. Wir versuchen weiterhin, einige politische Parteien und NGOs noch zur Unterstützung zu gewinnen. Wir haben wertvolle Kontakte zu verschiedenen regionalen Parteien, Gruppierungen. Aber die große politische Kraft, die uns unterstützt, fehlt uns. Auch wenn die Erfahrung der letzten Jahre gezeigt hat, dass das Schweizer Volk hin und wieder völlig anders stimmt, als die politischen Meinungsführer denken, wird die Vollgeldinitiative ein harter Gang werden. Es bleibt noch sehr viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Ein Beispiel: 2 unserer Kollegen haben kürzlich an alle Gewerkschaften geschrieben. Nun haben wir ein Papier des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes bekommen, worin der Chefökonom über die Vollgeldreform schreibt. Eine ökonomische Analyse der Initiative ergibt, dass die Risiken und Unsicherheiten größer sind als die Vorteile und dass vor allem die Berufstätigen in der Schweiz unter diesen Risiken leiden dürften. Wenn man dann die sogenannte Analyse beizieht, stellt man fest, was wir leider immer wieder feststellen: weder verstehen die Leute, wie das gegenwärtige System funktioniert, noch verstehen sie, was die Vollgeldinitiative will. Meistens haben sie auch den Verfassungstext gar nicht gelesen. Trotzdem bzw. deswegen maßen sie sich dann regelmäßig ein abschließendes und ablehnendes Urteil an. Nun möchte ich Reini Haringer das Wort übergeben. Kurz ein paar Worte zu Reinhold Haringer. Er ist promovierter Volkswirt. Ab 1982 hat er in der Stadtverwaltung St. Gallen gearbeitet. Seit 1989 war er Leiter des dortigen Finanzamts. Das entspricht nicht unserem Finanzamt, sondern eher in Berlin würden wir sagen Finanzsenator. Er ist also in der Schnittstelle öffentlicher Verwaltung, Finanzwelt gewesen, seit 2011 pensioniert, heute Vorstand Momo und Mitglied des Initiativkomitees der Volksinitiative. Herzlich willkommen. Ja, meine Damen und Herren, grüezi miteinander. Ich glaube, es wäre vermessen, wenn ich hier in diesem Saal über Vollgeld im Allgemeinen und im Besonderen sprechen würde. Da gibt es berufenere Leute hier. Ich möchte mich daher auf einige Punkte beschränken, die nicht in jedem Vollgeldsystem gleich gelöst werden müssen und die man vielleicht als Besonderheit der Schweizerischen Initiative bezeichnen könnte. Ich möchte zuerst etwas sagen über die Ausgangslage in der Schweiz, dann zur angedachten Finanzmarktregulierung und zur Geldschöpfung über den Weg einer Bürgerdividende. Zum Grundthema der heutigen Tagung und der schrittweisen Einführung durch sichere Konten können wir keine grundlegend neuen Erkenntnisse beisteuern, aber auch dazu haben wir einen kleinen Anlauf unternommen. Und schließlich noch einige Sätze zu anderen Zahlungsmitteln und ein kleiner Blick in die Zukunft.
In der Schweiz leben und leiden wir bekanntlich auf sehr hohem Niveau. Es geht der Schweiz mit einer tiefen öffentlichen Verschuldung, tiefer Inflation und tiefer Arbeitslosigkeit insgesamt sehr gut. Und deshalb beschäftigen sich die politisch interessierten Schweizer sich heute weniger mit wirtschaftlichen Themen, sondern vor allem mit der Zuwanderungsfrage und dem Verhältnis zu Europa. Aus wirtschaftlicher Sicht ist die Situation ambivalent. Einerseits ist, wie gesagt, der Leidensdruck relativ gering. Und trotz der dramatischen Rettung der UBS vor 6 Jahren glaubt die große Mehrheit weiterhin, dass die Schweizer Banken sicher sind. Andererseits ist auch in der Schweiz die Regulierung des Bankenwesens in Fachkreisen ein Dauerthema und verschiedene Maßnahmen wurden beschlossen und es gibt viele Expertengruppen, die sich damit befassen, wie man die Sicherheit des Finanzsystems erhöhen könnte. Wenn man auf der Straße mit den Leuten redet, und das machen wir viel im Moment, so ist das Misstrauen gegenüber den Banken recht hoch. Es gibt dieses Unbehagen, aber auf der anderen Seite will man nicht glauben, dass wieder etwas passieren kann. Nach dem Motto, dass nicht sein darf, dass nicht sein wird, was nicht sein darf. Die da oben werden es dann schon richten. Das heißt, es besteht nach wie vor ein recht großes Vertrauen in die Politik und insbesondere auch in die Schweizerische Nationalbank. Unsere Initiative hat ja in erster Linie die Einführung eines Vollgeldsystems zum Ziel. Wäre dies von Anfang an das einzige Ziel gewesen, so hätte man sich darauf beschränken können, in den bestehenden Verfassungstext den Begriff des Buchgeldes einzufügen. Denn die Vorschrift, dass allein der Bund die Banknoten und Münzen als gesetzliche Zahlungsmittel schaffen kann, das steht bereits heute in der Verfassung. Darüber hinaus wollten wir mit den neuen Verfassungsbestimmungen noch einige andere Dinge in der Finanzwirtschaft ändern, um damit, wie man so schön sagt, die Finanzwirtschaft wieder stärker in den Dienst der Realwirtschaft zu stellen. Deshalb enthält der Verfassungsentwurf noch einige Aussagen, die in der bisherigen Diskussion eher vernachlässigt wurden, die aber in einer späteren Diskussion, wenn es um die Abstimmung geht, sicher zur Sprache kommen werden. So steht im neuen Verfassungsentwurf, dass im Bereich des Geldes und der Finanzwirtschaft vom Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit abgewichen werden kann. Selbstverständlich gab und gibt es in der Schweiz auch heute schon ein großes Regelwerk für die Banken, aber letztlich können sich die Banken doch auf den Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit berufen. Und auch bei den aktuellen Regulierungsbestrebungen tun dies die Banken immer wieder. Grundlegend für diese Überzeugung, hier eine andere Sichtweise anzuwenden, ist die Auffassung, dass der Finanzmarkt kein gewöhnlicher Markt ist, sondern die Basis für die gesamte Volkswirtschaft bildet. Deshalb muss der Staat im Finanzmarkt eine besondere Rolle übernehmen. Der Staat muss nicht alle Aufgaben selber erfüllen, aber er muss gewährleisten, dass diese Aufgaben, zum Beispiel der Zahlungsverkehr und auch die Kreditvergabe, funktionieren. Weil der Zahlungsverkehr und auch das Kreditgeschäft absolut zentral sind, kann dabei auch in einem liberalen Staat nicht die Freiheit des Unternehmers bzw. der Banken das wichtigste Kriterium sein. Das heißt, der Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit kann in diesem Bereich nur sehr, sehr bedingt gelten. Es schien uns daher notwendig, auch für die Regulierung der Finanzmärkte einige Grundsätze festzuhalten. Denn es ist offensichtlich und es wurde auch schon verschiedentlich thematisiert, dass mit einem Vollgeldsystem allein nicht vermieden werden kann, dass neues Geld relativ rasch den Weg in die Finanzmärkte und in die Spekulation findet. In einem ersten Entwurf der Initiative waren deshalb relativ weitgehende Formulierungen enthalten. So sollten der Bund und die Nationalbank den Banken eigentliche Leistungsaufträge erteilen können. Das wäre an sich nichts völlig Neues, denn solche Leistungsaufträge kennt man in der Schweiz für die Kantonalbanken, die Landesbanken also bereits seit Jahrzehnten. Diese Leistungsaufträge sind aber sehr allgemein gehalten und spielen auch bei den Kantonalbanken keine entscheidende Rolle. Im Verlauf der internen Diskussionen wurde diese Idee der Leistungsaufträge aber wieder fallen gelassen. Zu groß schien uns der Eingriff in das bestehende System und die Idee des Vollgeldes wäre damit
nur belastet worden und die politischen Chancen der Initiative hätten sich deutlich verschlechtert. Beibehalten aber wurden einige Grundsätze zur Finanzmarktregulierung. Es sind dies die Punkte, die auf der Folie aufgelistet sind. Mit diesen Grundsätzen sollen allfällige Finanzmarktregulierungen legitimiert werden. Wir sind uns bewusst, dass mit diesen offenen Formulierungen dem Gesetzgeber ein großer Handlungsspielraum gelassen wird. Aber wir meinen, dass es kaum möglich wäre, auf Verfassungsstufe diese Fragen im Detail zu regeln. Bisher sind diese Punkte kaum diskutiert worden. In einem Abstimmungskampf wird diese Frage aber sicher stärker im Fokus stehen. Damit komme ich zu einem weiteren Punkt. Vollgeld kann bekanntlich auf verschiedene Weise in Umlauf gelangen und wir haben dazu in unserer Initiative drei Wege vorgesehen. Schuldfreie Überlassung an den Staat, direkte Auszahlung an die Bürgerschaft und drittens als verzinsliche Darlehen an die Banken. Besonders bei der ersten Variante, dem Weg über den Staat, kommt auch in der Schweiz jeweils sehr stark der Vorwurf, dass damit Staatsfinanzierung betrieben würde und es wäre illusorisch, den Hunger der Politik nach zusätzlichen Mitteln zu begrenzen. Eine von der Politik völlig unabhängige Notenbank sei auch in der Schweiz nicht möglich. Ich bin vor dem Hintergrund der schweizerischen Erfahrungen eigentlich optimistischer. Ich glaube, dass in der Schweiz eine Notenbank so funktionieren könnte, wie es im Vollgeldsystem notwendig wäre. Die Nationalbank hat bereits heute eine große Unabhängigkeit. Das zeigt sich auch in der aktuellen Diskussion, weil die Nationalbank wegen des sinkenden Goldpreises im Moment keine Gewinne ausschütten kann, wäre die Gefahr ja gegeben, dass die Politik trotzdem Geld verlangt. Das ist aber nie passiert. Also man hat die Unabhängigkeit der Nationalbank in diesem Punkt absolut respektiert. Von daher halte ich die Idee, das Geld über den Staat in Umlauf zu bringen, nach wie vor für realistisch. Aber ich habe auch für die Idee der Bürgerdividende, auch aus persönlichen Gründen, trotzdem sehr viele Sympathien. Diese Sympathie hat vielleicht auch damit zu tun, dass wir in St. Gallen, als ich dort noch Kämmerer war, bereits einmal eine Bürgerdividende ausgeschüttet haben. Unmittelbar nach der Finanzkrise im August 2009 wurde jedem Bewohner der Stadt St. Gallen ein Gutschein über 50 Franken zugestellt. Mit diesem Gutschein konnte er innerhalb von 6 Monaten in fast allen Geschäften der Bank der Stadt einkaufen. Die Geschäfte reichten diese Gutscheine an eine lokale Bank weiter und erhielten dafür Schweizer Franken. Und diese Bank löste ihrerseits die Gutscheine dann wieder bei der Stadtkasse ein. Es ist klar, dass damit kein neues Geld geschaffen wurde. Aber die öffentliche Diskussion über dieses kleine lokale Experiment war dennoch sehr aufschlussreich. Im Parlament gab es eine ausführliche Diskussion über Sinn und Unsinn von wirtschaftspolitischen Maßnahmen. Man diskutierte, ob eine solche Pro-Kopf-Geldverteilung nun gerecht oder reiner Sozialismus sei. Es wurde diskutiert, ob es nicht besser wäre, die an sich bereits niedrigen Schulden noch weiter abzubauen. Es wurde auch die Frage gestellt, darf eine Kommune so etwas überhaupt und so weiter. Zuerst gab es recht viel Gegenwind, aber je länger die Aktion lief, desto positiver wurde sie beurteilt. Am Schluss gab es klare Aussagen von Gewerbetreibenden, die damit ihren Umsatz erhöhen konnten. Es gab rührende Dankesbriefe von Bürgerinnen und Bürgern. Und für die Stadt gab es schweizweite Aufmerksamkeit in den Medien. Selbst das ZDF ist nach St. Gallen gekommen. Am Schluss dieser Aktion waren die meisten Leute in St. Gallen zufrieden und der bürgerliche Oberbürgermeister erhielt für den mit dieser Aktion bewiesenen Mut sogar einen Orden der städtischen Fasnachtsgesellschaft. Aber auch ohne Fasnacht und ganz ernsthaft, ich bin überzeugt, dass die Geldschöpfung über eine Bürgerdividende sinnvoll wäre. Es ist auch der bessere Weg, um die Kaufkraft der Bevölkerung zu stärken. Es ist der bessere Weg, als dies über die unendliche Kreditvermehrung an die Banken zu tun, das Geld dann trotzdem nicht in die Realwirtschaft kommt.
Eine weitere Idee hat mit dem heutigen Tagungsthema zu tun. Wäre es möglich, das Vollgeld schrittweise einzuführen? Im Verlauf der Vorbereitung der Initiative überlegten wir uns auch, wie wir für die Initiative etwas Pressearbeit mobilisieren könnten. Dabei kamen wir auf die naheliegende Idee, wieso kann man von den Banken nicht einfach verlangen, dass sie sichere Konten einrichten. Konten, die außerhalb der Bilanz geführt werden und nicht für die Kreditvergabe verwendet werden dürfen. Wir begannen deshalb, ohne große theoretische Überlegungen, eine Aktion sicheres Geld vorzubereiten. Wir entwarfen Musterbriefe an Banken, die dann von Hunderten von Leuten an ihre Hausbank hätten geschickt werden können. Wir entwarfen auch einen Brief an die schweizerische Regierung mit einem Vorschlag, dass solche Konten den Banken gesetzlich vorgeschrieben werden sollten. Im Juni 2013 schien es, dass bis zum Start der Initiative noch einige Jahre verstreichen würden und eine solche Aktion eine beachtliche Werbewirkung haben könnte. Zu Beginn dieses Jahres kam dann aber die Vorbereitung der Initiative schneller voran als erwartet und so beschlossen wir im Februar die Aktion sicheres Geld bis auf Weiteres zu sistieren. Interessanterweise wurde in den letzten Monaten einige Male vom Gegner der Initiative die Frage gestellt, weshalb es denn heute keine solche Bank gäbe, die solche Konten anbietet. Wenn wirklich ein Bedürfnis dafür bestehen würde, dann gäbe es das heute schon. Es wäre auch nicht verboten, eine ganze Bank nach den Grundsätzen einer Vollgeldbank zu führen, aber offenbar bestünde auch dafür kein Bedürfnis. Diese Fragen zu beantworten ist in der Schweiz gar nicht so einfach. In Zypern hätte man vermutlich die besseren Argumente. Aber in der Schweiz gelten die Banken trotz der UBS-Rettung halt immer noch als sicher. Vielleicht wird es ein Ergebnis dieser Vollgeldinitiative sein, dass dieses Bedürfnis nach sicheren Konten stärker diskutiert wird und sich eine Bank vielleicht bewegt und einen solchen Dienst anbietet oder dass solche Vorschläge dann in der parlamentarischen Diskussion gefordert werden. Auf jeden Fall bin ich auf die heutige Diskussion gespannt. Eine Besonderheit der Vollgeldinitiative ist auch der vorgesehene Umgang mit neuen Zahlungsmitteln. Bitcoins, elektronisches Zahlen, neue Technologien, komplementäre Tauschsysteme, vieles ist heute in Bewegung. In der Schweiz gibt es neben zahlreichen eher unbedeutenden Tauschkreisen seit 80 Jahren das Wirgeld. Dort sind 50.000 kleine Mittelbetriebe beteiligt und es gibt sogar Autoren, die dem Wir-System eine konjunkturstabilisierende Wirkung zuschreiben. Vor diesem Hintergrund schien es uns zwingend, die Verfassungsnorm so zu formulieren, dass das Wirgeld und auch zukünftige Entwicklungen nicht behindert werden. Der verfassungsmäßige Rahmen besteht nach unserem Vorschlag nun darin, dass andere Mittel, Zahlungsmittel, erlaubt sein sollen, solange der gesetzliche Auftrag der Nationalbank dadurch nicht gefährdet wird. In diesem Sinne wurde bewusst eine offene Formulierung gewählt, um in einem begrenzten Rahmen auch einen begrenzten Währungswettbewerb zuzulassen. Wir möchten uns damit nicht als Hayek-Anhänger outen. Aber es gibt gerade im Bereich der Zahlungsmittel gewaltige Entwicklungen, die man heute noch nicht abschließend beurteilen kann. Und deshalb ist eine offene Verfassungsnorm sinnvoll. Im Initiativkomitee sind wir überzeugt, dass in der kleinräumigen Schweiz konkurrierende Währungen keinen Sinn machen. Zum einen steht der Schweizer Franken bereits heute in einem Wettbewerb zum Euro und anderen Währungen. Zum anderen zeigt ein Blick auf die Landkarte, dass von der regionalen Ausdehnung her der Schweizer Franken bereits heute eigentlich eine Regionalwährung ist. Deshalb verstehen wir unter einer Entstaatlichung des Geldes nicht eine Privatisierung der Geldschöpfung, sondern sehen das ähnlich wie James Buchanan. Wir sind für eine Entstaatlichung des Geldes durch eine von der Politik unabhängige und starke Nationalbank. Als nächstes steht uns nun ein arbeitsreiches Jahr bevor. 100.000 bis 120.000 Unterschriften sammeln ist für eine kleine Gruppierung, wie wir es sind, nicht einfach, aber wir bleiben dran. Ich möchte die Gelegenheit benutzen, um mich für die Unterstützung zu bedanken, die wir in den letzten Jahren aus Ihren Kreisen erhalten haben.
Ohne Ihre Ideen und Unterstützung, ohne die Arbeiten von Josef Huber und Ihnen allen, gäbe es in der Schweiz keine Vollgeld-Initiative. Ich möchte aber auch die Gelegenheit benutzen, um an dieser Stelle den treibenden Kräften innerhalb der Vollgeldbewegung in der Schweiz zu danken. Ohne Hans-Rudi Weber hätten wir uns damals nicht in Baden getroffen und seither hat er wohl jede freie Minute für die Vollgeld-Initiative eingesetzt. Seine Selbstausbeutung kannte und kennt keine Grenzen. Und ohne die Hartnäckigkeit und die vielen Mails mitten in der Nacht und ohne die motivierenden Worte von Daniel Mayer wären wir heute auch nicht so weit, wie wir sind. Der Dritte im Bunde ist unser Thomas Mayer, der heute leider nicht da ist. Er hat die Betreuung der Webseite und die Leitung der ganzen Kampagne übernommen. Und ohne ihn wären wir auch nicht da, wo wir heute sind. Diesen dreien möchte ich an dieser Stelle herzlich danken. Diese drei haben die Vollgeld-Initiative auf den Weg gebracht und wie Sie vielleicht aus dem Geschichtsunterricht noch wissen oder von Friedrich Schiller gehört haben, hat in der Schweiz schon einiges mit einer verschworenen Dreiergemeinschaft begonnen. Also Sie müssen sich vorstellen, hier ist der Vollgeldstand, da haben wir Unterschriften gesammelt, hier bewegt sich eine Gruppe tanzend durch die Stadt. Und das ist natürlich ein sehr schönes Bild. Leider muss ich ergänzen, es ist ein Zufall, dass das so zustande gekommen ist. Es besteht kein Zusammenhang zwischen beiden Aktionen. Aber es könnte ja sein, dass wenn die Unterschriftensammlung erfolgreich war oder wird, dass wir dann ein Volksfest feiern und auf jeden Fall dann, wenn die Unterschriftensammlung zu einer Abstimmung geführt hat und wir diese dann gewonnen haben. Vielen Dank. Bitte. Inwieweit sehen die Schweizer Initiative digitales Geld über Buchgeld hinaus als neue Währungsform, die erfasst werden muss? Das ist das, was ich gemeint habe mit anderen Zahlungsmitteln, dass wir dort eine sehr offene Haltung einnehmen, weil man das im Moment, denke ich, nicht regulieren kann, weil da so viel im Gange ist. Und die Grenze ist einfach dort, wo die Nationalbank mit ihrer Geldmengenpolitik nicht mehr richtig handeln könnte. Also sie darf in ihrem Auftrag nicht behindert werden. Aber eine klare Bestimmung haben wir nicht in der Initiative. Dieses Wir-Zahlungssystem, das scheint ja recht erfolgreich zu sein. Kann man eigentlich mit Wir, kann man da auch Steuern zahlen damit? Nein, das kann man nicht. Das kann man nicht. Und das schließen Sie auch aus, also wenn Sie von Alternativwährungen sprechen, also nicht zum Steuern zahlen, sondern es sind dann andere Zahlungsnetze praktisch. Ja, ich denke, das ist ja eine ganz zentrale Frage, was wirklich Geld ist, oder? Ja. Und solange man damit nicht Steuern bezahlen kann, werden alle Insellösungen bleiben, mehr oder weniger. Und ich denke, der Staat hat es in der Hand, über die Akzeptanz eines Mittels zu entscheiden. Aber wir dürfen die Steuern nicht mehr mit den gesetzlichen Zahlungsmitteln bezahlen. Naja. Das ist kein Geld. Also. Ja, das ist bei uns auch so. Darüber haben wir uns auch schon manchmal lustig gemacht, dass der Staat verlangt, dass man mit nicht gesetzlichen Zahlungsmitteln die Steuern bezahlt. Ja, das ist paradox, diese Situation. Hier und hier. Bitte möglichst in diesen Mikro rein. Mich interessiert die Bürgerdividende und ich wollte Sie bitten, die Motive, die am Anfang dieser Initiative, die ja offensichtlich in der Kommune St. Gallen auch beschlossen worden ist, wenn Sie das noch etwas darstellen könnten. Mhm. Es ist ja wirklich was sehr Ungewöhnliches und andererseits sehr Beispielhaftes. Ja. Also heute sprechen wir ja darüber, dass man das neue Geld als Bürgerdividende verteilen soll und dass das den großen Vorteil hätte, man macht keine Staatsfinanzierung damit und man kann direkt die Kaufkraft steigern. In St. Gallen war es so, es war damals die große Finanzkrise 2008, 2009 und dort konnte ich einfach unseren Oberbürgermeister überzeugen, dass man das Gewerbe fördern kann, wenn man einen lokalen Gutschein ausgibt. Also das war das Motiv auf bürgerlicher Seite. Und auf der linken Seite war es natürlich eine sozialistische Maßnahme pro Kopf, Säugling bis zum Kreis, Ausländer, Inländer.
jedermann 50 Franken zu schenken. Und in dieser Kombination war es dann auch möglich, das im Parlament durchzubringen. Es gab schon eine Diskussion und ein Entscheid war relativ knapp, aber letztlich hat es funktioniert. Und das war die Motivation. Und für mich persönlich war die Motivation auch, unsere Regierung, Stadtregierung, sensibel zu machen für die Geldfrage, weil damals waren die Bücher ja schon auf dem Markt von Herrn Huber und andere auch von Hans-Christoph Binswanger und ich habe in der Stadtregierung einige Male referiert über diese Themen. Und die Finanzierung lief über die Gemeindekasse? Ja, das waren Steuereinnahmen, die man so zurückerstattet hat. Ja, ich würde Sie beide gerne fragen, was Sie zu der Initiative, die jetzt, glaube ich, am 30.11., wo abgestimmt wird, über eine erhöhte Golddeckung des Schweizer Franken meinen. Dann auch bezüglich der mittlerweile, glaube ich, über 300 Milliarden betragenen Salden der Schweizer Nationalbank, also in Euro, aufgrund des, durch die Stützung des Euro oder beziehungsweise durch die Verhinderung der weiteren Aufwertung des Franken. Und abschließend wäre noch meine Frage, wäre es nicht wichtig, vor einer Abstimmung über Vollgeld noch wichtige Parteien oder Organisationen mit ins Boot zu holen, damit man nicht das Risiko eingeht, dass zu wenig Leute sich über den Text informieren und dann das ablehnen, wodurch dann das für die Zukunft umso schwerer würde, in einer zweiten Abstimmung das durchzubekommen. Aber wenn wir hinten beginnen, also wir versuchen es ja laufend mit diesen maßgebenden politischen Parteien in Kontakt zu kommen, aber entweder besteht Skepsis, die wollen sich noch nicht festlegen, sie verstehen es ja auch noch nicht, das hat Hans-Rudi Weber gesagt. Es ist noch kein Thema, das auf der Agenda steht, aber vielleicht schaffen wir es und wenn wir die Unterschriften bekommen, dann müssen sie. Das ist das eine. Der zweite Punkt, die Goldinitiative, da gibt es intern interessante Diskussionen, also von der Sache her, und nach meiner Meinung ist das völlig klar, das ist ein Unsinn. Und man kann nicht einen Verein haben, monetäre Modernisierung, und dann für eine Goldwährung eintreten, in diesem Sinne, nach meiner Auffassung. Aber wir haben im Vorstand kontrovers diskutiert, weil es eben relativ viele Leute gibt in unserem Kreis, die auch für die Goldwährung sind. Fragen Sie mich nicht, warum, aber die sind dafür. Wie bekannt ist diese Initiative und wie sehen Sie die Erfolgschancen? Die Erfolgschancen der Goldinitiative, das ist relativ 50-50 im Moment. Also die Chance besteht noch, dass das angenommen wird. Und das würde eine Vollgeldinitiative erschweren. Also das wäre nicht gut für uns, oder? Und die Frage war für uns an sich taktisch, sollen wir massiv dagegen schießen, dagegen antreten? Gut, uns hört man sowieso noch nicht so, aber man hätte trotzdem prägnant Stellung nehmen können dazu, das haben wir aber nicht gemacht, sondern wir haben gesagt, lassen wir das laufen, vielleicht gewinnen wir dafür einige Stimmen aus dem Goldanhängerlager. Und die dritte Frage war noch wegen den hohen Devisenbeständen der Nationalbank, oder? Ja, die werden das mit der Zeit irgendwie wieder versuchen zu verkaufen, aber im Moment haben sie keine Chance. Aber dann würde ja der Franken erst recht aufwerten. Ja, eben, ja. Deshalb können sie es nicht verkaufen. Ja, ja. Also dazu kann ich nicht sehr viel sagen. Danke. Ja, Otto Lüdemann vom Hamburger Netzwerk Grundeinkommen. Deshalb auch die Frage, ob es in der Schweiz Kontakte oder vielleicht sogar so etwas wie eine Zusammenarbeit mit der Volksinitiative zum Grundeinkommen gibt, die ja sehr erfolgreich war und die also von daher könnten Sie ein Interesse haben, denke ich, von deren Erfahrung zu profitieren. Aber auch die Grundeinkommensinitiative hätte meiner Meinung nach sicherlich ein Interesse. Denn wenn bei einer Vollgeldeinführung es so etwas wie eine Seniorage, also Überschüsse gibt, die der Staat zuweisen kann zu Initiativen, die er unterstützt, dann könnte davon ja auch ein Grundeinkommen profitieren. Also es gibt Verbindungen zu den Leuten vom Grundeinkommen, persönliche Verbindungen, und zwar zahlenmäßig respektabel. Die meisten Vollgeldbefürworter, die sind auch
Anhänger eines Grundeinkommens, wo wir ein wenig zurückhaltend sind. Es ist so, dass einerseits beide Initiativen verwechselt werden. Oder das wollen wir nicht. Wenn wir Unterschriften sammeln, heißt es oft, ja, da habe ich ja schon unterschrieben, ist das nicht diese Grundeinkommensinitiative? Und andererseits ist natürlich ein Unterschied sozusagen kategorialer Art. Also das Grundeinkommen, dieser Gedanke ist viel fundamentaler als eine Reform des Geldwesens, so wie wir das im Sinn haben. Und zwar, weil es eben menschenrechtliche Fragen eigentlich aufwirft, die in dieser Form bei der Vollgeldinitiative nicht unbedingt im Vordergrund stehen. Ich denke, was man sicher sagen kann, ist, wenn wir ein Vollgeldsystem hätten, dann wäre die Finanzierung des Grundeinkommens die Frage oder der Finanzierung wäre eher lösbar, vorsichtig ausgedrückt. Herr Hange, Sie haben ja auch über die Probleme gesprochen, mit diesem Thema Vollgeld in der Öffentlichkeit durchzudringen. Und da sehe ich in der Tat auch einen ganz zentralen Punkt, die kritische Masse zu erreichen, auch in der öffentlichen Diskussion. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass einfach die Thematik sehr abstrakt ist. Wir sind jetzt hier in Berlin, Sie haben auch schon über den Fall der Mauer gesprochen, das waren Unfreiheiten, die waren ganz konkret gegen die Berliner Mauer, die hat Menschen einfach eingesperrt und die Unfreiheit war ganz unmittelbar erlebbar. Beim Thema Geldsystem ist es eben sehr schwierig, das den Leuten anschaulich zu machen. Haben Sie irgendwelche, ich will mal sagen, Rezepte oder Erfolgsgeschichten auch, wie Sie vielleicht doch auch zu Gehör gefunden haben, von denen wir auch profitieren können? Ich kann aus der Erfahrung erzählen, die wir auf der Straße gemacht haben. Ich war schon viele Stunden jetzt auf der Straße und habe Unterschriften gesammelt. Und es ist gar nicht so wahnsinnig schwierig, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Man kann fragen, finden Sie es richtig, dass die Banken das Geld machen? Wissen Sie das überhaupt? Und dann ist es sehr schnell ein Konsens erreicht, ja, eigentlich müsste die Nationalbank das ganze Geld machen. Und dann kann man noch auf die Seniorage kommen, auf den möglichen Gewinn. Und dann haben Sie, wenn Sie Zeit haben, mit den Leuten zu reden, 10 Leute, da können Sie 6 bis 7 Unterschriften bekommen, wenn man den Leuten das während 3-4 Minuten erklären kann. Aber es ist sehr zeitaufwendig. Man kann nicht, eben wie bei ganz einfachen Sachen, unterschreiben Sie, das geht nicht. Aber es ist auch schon, oder es kommt immer mehr vor, dass die Leute kommen, Vollgeldinitiative möchte ich unterschreiben. Die haben das auch schon gelesen irgendwo. Und je länger das der Prozess dauert, desto größer sind die Chancen, dass die Leute auch von sich aus kommen. Also es ist nicht unmöglich, obwohl das Ganze natürlich eine abstrakte Materie ist, aber die Grundgedanken sind ja sowas von einfach und sowas von einleuchtend. Das begreifen die Leute schon. Guten Tag, ich habe auch noch eine Frage. Also im schlimmsten Fall die Initiative doch nicht gelingt. Ist es noch geplant, auf einen anderen Wegen irgendwie diese Idee weiter zu verwirklichen, sagen wir zum Beispiel über eine Partei oder Gründung, eine neue Partei, die das als Hauptaufgabe hat? Haben Sie schon sowas überlegt oder schon, vielleicht ist ja auch parallel so Sachen, die noch laufen? Nein, ich glaube, das haben wir noch nicht weiter studiert. Wir müssen jetzt uns konzentrieren auf die Unterschriftensammlung und das ist unser erstes und primäres Ziel. Und angenommen, das würde nicht gelingen, diese 120.000 Unterschriften zu sammeln, dann müssten wir vielleicht versuchen, das auf anderem Wege weiter zu verfolgen. Man hat immer die Möglichkeit von parlamentarischen Vorstößen, aber das wird dann eine taktische Überlegung sein, ob man etwas ruhen lassen will nach längerer Zeit. Vielleicht kommt auch wieder eine neue Finanzkrise, wir hoffen es nicht, aber es könnte ja sein. Und das muss man dann von Stunde zu Stunde entscheiden, wie es weitergeht. Aber im Moment ist der Schwerpunkt Unterschriften sammeln.